Die Idee ist jetzt mal, die Aufgabe 167 zu Ausgleichsvorgang und Zweipeltheorie steht hier hinter. Die brauchen wir aber natürlich nicht wirklich, wenn wir das mit LTSpice machen, in LTSpice zu simulieren. Dafür habe ich hier die Aufgabe, ich habe hier LTSpice. Ich klicke mal hier auf neues Schaltbild. Dann geht dieser Hintergrund weg und wird einfach grau. Und das, was wir jetzt als erstes mal brauchen, ist diese Spannungsquelle. Die finden wir hier unter Component. Und dann heißt eine Spannungsquelle Voltage und die packe ich mal, genau wie das da drüben ist, auf die linke Seite. So, dann brauchen wir Widerstände, die finden wir hier bei den Widerständen. Mit STRG R kann ich den drehen. Ich drehe den jetzt noch mal um 180 Grad, weil ich dann weiß, dass der Strom nach links dadurch fließt. So, jetzt drehe ich den nochmal um 90 Grad, dann weiß ich, der Strom fließt nach unten. Jetzt muss ich den nochmal um 270 Grad drehen, also 90 Grad, 180 Grad, 270 Grad. Dann fließt der Strom, so wie er berechnet wird, wieder nach rechts dadurch. So, und dann brauchen wir noch eine Induktivität, die finden wir hier. Durch die würde jetzt der Strom auch gedacht nach unten fließen. Das ist gut, die packe ich dahin. So, diesen Schalter hier. Den brauchen wir eigentlich nicht wirklich, den können wir uns sparen. Der würde jetzt da wirklich einen Schalter hinzubauen, würde die Sache nur verkomplizieren. Das kriegen wir einfach durch eine Anfangsbedingung hin. Ich verbinde jetzt diese Bauelemente einfach miteinander, ziehe erstmal die äußere Masche hier ringsrum, einfach mit diesem Verdrahtungstool. Wenn man sich verzeichnet hat, klickt man einfach erstmal auf Escape, so wie ich eben, dann kommt man aus diesem Modus wieder raus. Wenn man die Entfernen-Taste drückt auf der Tastatur, dann also mit Escape kommt man aus diesem Zeichenmodus raus. Wenn man Entfernen drückt, kriegt man so eine Schere. Dann kann man falsche Drähte auch wieder wegschneiden. Und das, was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, ist so eine Masse, einen Bezugsknoten. Den packe ich jetzt mal hier unten hin und verbinde auch den noch hier mit diesem Knoten. Ich hätte den jetzt auch hier vorne direkt an die Quelle ranmalen können. Das ist eigentlich egal. So, jetzt brauchen diese ganzen Bauelemente natürlich Werte. Da fange ich mal mit dem Widerstand an. Der Widerstand R1 hat 20 Ohm, der Widerstand R2 hat auch 20 Ohm, der Widerstand R3 hat laut Aufgabenstellung 10 Ohm und diese Induktivität hier, die hat 605,7 Millihenry. Milli ist auch ein kleines M. Und dann steht hier Series Resistance defaults to 1 Milliohm. Jetzt haben wir natürlich hier 10 Ohm, jetzt würden in der Induktivität nochmal 1 Milliohm drinstecken. Naja, 1 Milliohm gegenüber 10 Ohm werden nicht viel machen. Ich setze die mal trotzdem mit Absicht auf 0, sodass das exakt genau der Lösung entspricht, die man auch von Hand ausrechnen würde. So, mit Space auf der Tastatur kann man das genauso zoomen, das Schaltbild, dass das hier wunderbar in das Fensterchen reinpasst. Jetzt fehlt uns noch die Quelle hier. Und bei der Quelle kann man jetzt erstmal nur einen Gleichspannungswert angeben. Wenn man auf Advanced klickt, dann kann man hier noch ein bisschen mehr machen. Und das, was wir ja haben wollen, ist eine Sinusfunktion. Hier steht was von Functions, da müsste eigentlich besser Time Functions stehen. Also das, was man hier einstellt, sind immer Zeitfunktionen. Wenn man Transient simuliert, das wäre einfach Gleichspannung. Das wäre, wenn man das macht, was wir unter komplexer Wechselstromrechnung kennen. Man gibt einen Betrag und Phasenwinkel eines komplexen Zeigers an. Wir wollen jetzt aber wirklich eine Sinusfunktion haben. Wir wollen ja im Zeitbereich simulieren. So, der DC Offset ist 0. Ich glaube, da muss ich nichts eintippen. Die Amplitude sind 382,7 Volt. Man muss natürlich immer einen Punkt hinschreiben. Die Frequenz sind 50 Hertz. So, und jetzt kann man einen Zeitversatz einschreiben oder irgendwie so ein Theta oder einen Phasenwinkel. Der Phasenwinkel sind 174 Grad. Auch direkt in Grad. So, und dann klicken wir auf OK. Und jetzt haben wir diese Quelle. Und das, was wir jetzt noch irgendwie machen müssen, damit das mit dem Schalter hier funktioniert. Ich ziehe mal vielleicht diese Beschriftung der Quelle. Kriege ich jetzt nicht hin, weil das Handsymbol hier oben. Also man könnte sie jetzt hier nur so runterziehen, damit es den Overprint hier nicht gibt. Das ist vielleicht nicht so schlimm. So, um diesen Schalter nachzubilden. Also der Schalter macht ja nichts anderes, als dass vorher hier kein Strom fließen konnte. Und dieses, dass da vorher kein Strom fließt, das kriegt man hin als eine Anfangsbedingung. Anfangsbedingung heißt auf Englisch Initial Condition, IC. Und die Anfangsbedingung für die Induktivität soll sein, dass der Strom dort vorher 0 war. Das schreiben wir dann auch so mit hin. Dann sollte das da so hinterstehen. Jetzt habe ich das einfach hier mit der anderen Maustaste draufgeklickt, das damit hingeschrieben. So, und jetzt können wir eigentlich schon simulieren.
Jetzt wäre natürlich noch die Frage, wenn man hier auf Run klickt, ja, wir wollen jetzt Transient simulieren im Zeitbereich, sich zu überlegen, wie lange wollen wir denn jetzt simulieren? Ne? Wie lange soll das dann dauern? Und naja, wenn man mit 50 Hertz irgendwie hier was schwingen hat, dann wäre die Periodendauer davon ja 20 Millisekunden. Also so ein paar Periodendauern wollen wir schon sehen. Ich sag mal vielleicht sowas wie 5. Ja. Viel mehr, dann schwingt das natürlich sehr oft. Und wenn man viel weniger hat, dann sieht man nur ein oder zwei Schwingungen. Oder wenn überhaupt, dann ist das natürlich auch nicht so wahnsinnig sinnvoll. Also hier muss man so ein bisschen jetzt schon irgendwie ein Gefühl dafür haben, was in der Schaltung passiert. Also hier wird was schwingen aufgrund der Wechselspannungsquelle und es wird einen Ausgleichsvorgang geben, aufgrund, wir laden hier diese Induktivität im weitesten Sinne auf über diese Widerstände. Und die Widerstände haben so 20 Ohm und 10 Ohm und wenn man jetzt mit der Induktivität da eine Zeitkonstante ausrechnet, kann man sich überlegen, wie komme ich denn auf mit L und R auf eine Zeit? Naja, indem ich L durch R rechne, ne? Weil Henry, die Einheit Henry sind ja Voltsekunden. Kann ich ja mal das hier in Zoom, jetzt ist mein Zeichentablet hier schon ausgegangen, aber das geht hoffentlich schnell wieder an und verbindet sich per Bluetooth, genau das macht es. Ne? Also hier die Henry, ein Henry ist das gleiche wie eine Voltsekunde pro Ampere und Ohm ist natürlich das gleiche wie ein Volt pro Ampere. Und das heißt, wenn wir Henry durch Ohm teilen, Henry durch Ohm, dann kommen da Sekunden raus. Also wenn wir L durch R teilen und irgendwie wie diese Rs hier zusammengeschaltet sind, kann man sich jetzt so ein bisschen überlegen aus Sicht des Ls. Ne? Wenn wir die Quelle ausschalten und es wegdenken, sind diese beiden Widerstände parallel, der kommt in Reihe dazu. Und das heißt, 20 Ohm parallel zu 20 Ohm sind 10 Ohm, nochmal 10 Ohm dazu, in Reihe sind wieder 20 Ohm. 600 Millihenry durch 20 Ohm macht 30 Millisekunden. Also der E-Funktion-Ausgleichsvorgang, der hier passiert, der hat sowas eine Zeitkonstante von 30 Millisekunden, ein bisschen mehr als 30 Millisekunden, weil das ja hier nicht genau 600 Millihenry sind so ein bisschen was anderes. So, und das heißt, wenn wir 100 Millisekunden simulieren oder 120 Millisekunden simulieren, dann können wir da jetzt nicht so wahnsinnig viel verkehrt machen, weil dann haben wir 6 Perioden von der Wechselspannung und im Prinzip 4 Zeitkonstanten von diesem Ausgleichsvorgang. Also sagen wir mal 120 Milli, das Sekunden brauchen wir nicht hinschreiben und wir wollen diese... Also wir wollen mit unserer Anfangsbedingung starten. Wir wollen nicht extra eine Anfangsbedingung ausrechnen, was da schon irgendwie vorher wäre, sondern wir wollen wirklich mit diesem Null starten. Use Initial Condition steht hier eigentlich, UIC. Ne? Und das heißt, ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge ausgedrückt, Skip Initial Operating Point Solution. Also mach einfach keine Rechnung vorher. So, simuliert, dann kommt schon ein Diagramm aus. Ich mache das hier nochmal ein bisschen größer. Und das, was wir jetzt ja wissen wollen, ist der Strom im Prinzip hier. Und jetzt gucke ich mal, bevor ich das hier mache, klicke ich mal hier auf die Ergebniskontrolle. Ich glaube, hier ist aber kein Diagramm dargestellt für diese Aufgabe, sondern da steht eine Zeitfunktion da. Und zwar, dass da was schwingt, sinusförmig. Und sinusförmig mit 90 Grad Phasenverschiebung, das ist eigentlich eine Kosinusfunktion. Und die Kosinusfunktion ist praktisch durch so eine E-Funktion nach unten verschoben. Ja, so dass, naja, der Cosinus würde ja eigentlich bei 1 anfangen und diese 1 ist eben nach unten verschoben mit der E-Funktion. Also wir sollten jetzt sowas wie eine Schwingung sehen, eine kosinusförmige Schwingung, die so langsam im Prinzip nach oben geht aufgrund dieser E-Funktion. Also klicken wir hier mal drauf und genau das passiert. Also wir sehen eine Kosinusschwingung, die um 1 nach unten verschoben ist. Hier vorne. Und sich eben anhand dieser E-Funktion langsam hier hocharbeitet und hier hinten schwingt die schon ganz gut um 0, weil da dieser Ausgleichsvorgang eben nach 4 Zeitkonstanten a 30 Millisekunden schon ziemlich gut abgeklungen ist. Und das ist jetzt eine sehr schöne, sehr einfache, straightforward Lösung dieser Aufgabe 167 in LTSpice.